Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Jonas R-Kanal. Ich habe mal wieder eine weitere Methode für passives Einkommen getestet und im heutigen Video wollen wir gemeinsam herausfinden, ob sich das Ganze auch wirklich gelohnt hat. Aber Moment mal, hatte ich nicht gerade vor kurzem noch gesagt, dass ich erstmal keine passiven Einkommensmethoden, die irgendwas mit Raspberry Pis, Mini-PCs oder den dazugehörigen Programmen zu tun haben, mehr testen möchte? Ja, das ist tatsächlich völlig richtig, aber einerseits soll es heute überhaupt nicht um meinen Raspberry Pi oder meinen Windows Mini PC gehen und andererseits habe ich diesen Test bereits vor 2 Monaten begonnen und dann ehrlich gesagt völlig aus dem Blickfeld verloren. Im heutigen Video soll es nämlich schon um passives Einkommen mit einem Windows Computer gehen, aber erstens muss man den dafür gar nicht selbst physisch besitzen und zweitens muss man dafür auch keinen einzigen Cent bezahlen. Denn wie die meisten von euch sicherlich bereits wissen, haben wir einen Community Discord Server und auf diesem Server wurde ich bereits des Öfteren gefragt, hey Jonas, warum testest du nicht einfach mal das Ganze mit einem virtuellen Computer, den du dir einfach von irgendeinem Anbieter hosten lässt? Und genau darum soll es auch im heutigen Video gehen, denn nachdem ich einige Anbieter vergeblich ausprobiert habe, weil die einfach am Ende zu teuer waren oder irgendetwas nicht funktioniert hat, habe ich dann irgendwann erfahren, dass tatsächlich niemand Geringeres als Amazon ebenfalls kostenlose virtuelle Computer anbietet. Und nachdem ich das erfahren habe, habe ich natürlich auch gar nicht lang gefackelt, direkt so einen virtuellen Computer aufgesetzt, alle wichtigen Programme installiert und das Ganze danach auch leider Gottes direkt wieder völlig aus dem Kopf verloren. Dementsprechend ist es aber heute mal an der Zeit, dass wir auf die Ergebnisse schauen und du wirst in diesem Video erfahren, wie kommt man überhaupt an so einen kostenlosen Amazon-Computer, welche Programme kann man auf dem installieren, um damit passiv Geld zu verdienen und natürlich, wie ist das Ganze gelaufen, was habe ich verdient und lohnt sich das überhaupt? Ich würde also sagen, genug gelabert und wir kommen direkt zu Punkt Nummer 1, woher bekommt man so einen virtuellen Amazon-Computer? Dafür musst du nämlich tatsächlich auch gar nicht allzu viel tun. Du gehst einfach hier auf Google, gibst dann Amazon Web Services ein, klickst hier auf den ersten Link und erstellst dir dann kostenlos deinen AWS-Account. Sobald du das dann getan hast, landest du irgendwann hier in der AWS-Management-Konsole. Da scrollst du dann ein kleines bisschen runter, klickst hier auf Starten einer virtuellen Maschine und hier kannst du dir dann auch bereits aussuchen, was für einen virtuellen Computer du erstellen möchtest. Hier gibt es denn zum Beispiel Linux, macOS, wir nehmen jetzt aber einfach mal Windows und dann sieht man ja auch direkt Microsoft Windows Server 2022 Base zur kostenlosen Nutzung berechtigt. Mit anderen Worten, das ist eben genau der Teil, den du hier kostenlos nutzen kannst, zumindest ein Jahr lang. Denn ab dem zweiten Jahr würde es etwas kosten, deswegen musst du hier auch eine Zahlungsmethode hinterlegen. Du kannst aber natürlich selbstverständlich nach dem ersten Jahr völlig problemlos deinen Account wieder kündigen und dann wirst du auch niemals auch nur einen Cent für diesen Computer bezahlen müssen. Des Weiteren erhältst du hier natürlich nicht sonst was für einen Monster-Computer, nämlich gerade mal 1 GB Arbeitsspeicher und 30 GB Festplattenspeicher. Für unsere Pläne ist es aber tatsächlich völlig ausreichend. Und passend dazu würde ich sagen, machen wir direkt mal weiter mit unserer heutigen Agenda und klären als nächstes mal, wie man denn damit überhaupt Geld verdienen kann. Falls du hier jetzt übrigens irgendwelche krassen Überraschungen erwartet hast, muss ich dich leider enttäuschen, denn wir verdienen das Geld mal wieder durch verschiedene Programme, mit denen wir dann unser ungenutztes Internet teilen und dafür dann schlussendlich bezahlt werden. Mit anderen Worten also ziemlich genauso wie auch bei meinem Mini-PC oder Raspberry Pi. Falls du übrigens die Videos dazu noch nicht gesehen haben solltest, packe ich dir die nochmal mit unten in die Videobeschreibung, aber dieses Mal gibt es tatsächlich etwas ungewöhnlichere Umstände. Denn einerseits verfügen wir hier natürlich bei einem Server, der von Amazon gehostet wird, nicht über eine private bzw. eine Residential IP-Adresse. Diese würde man aber leider zwangsläufig benötigen, um bestimmte Programme wie zum Beispiel Honeygain oder EarnApp zu betreiben. Diese fallen also schon mal raus. Des Weiteren haben wir hier wie gesagt auch nur 1 GB Arbeitsspeicher, was für viele Programme gar kein großes Problem darstellt, uns aber trotzdem daran hindert, sowas wie E-Besucher, TV oder auch Theta Mining zu nutzen. Die fallen also ebenfalls raus. Schlussendlich bleiben dann laut meinem Kenntnisstand genau 4 Programme übrig und zwar Peer-to-Profit, Traff Monetizer, Repocket und ProxyRack. Genau die habe ich auch installiert und wir wollen uns jetzt mal anschauen, was ich denn mit denen so verdient habe.
Dafür bin ich jetzt mal wieder zu meinem altbekannten Einnahmenrechner gewechselt und hier drüben siehst du dann auch direkt die vier Programme, welche ich in diesem Fall getestet habe. Falls du übrigens im Nachhinein noch ein bisschen mehr zu denen erfahren möchtest, findest du natürlich auch wieder zu allen Programmen Links und ausführliche Testvideos unten in der Videobeschreibung. Ich würde aber sagen, wir legen jetzt auch direkt mal los mit unserem ersten Programm Peer-to-Profit und mit Peer-to-Profit konnte ich in 58 Tagen sage und schreibe 9 Cent verdienen. Somit also eine sehr, sehr magere Ausbeute. Ich meine, wir sprechen hier gerade mal von 57 Cent pro Jahr. Das ist wirklich mehr als traurig und deswegen gehen wir auch direkt weiter zum nächsten Programm, Traff Monetizer. Und mit Traff Monetizer konnte ich dann immerhin schon 56 Cent verdienen, also knapp 1 Cent pro Tag, 29 Cent pro Monat und 3,52 € pro Jahr. Ziemlich ähnlich sah es übrigens auch bei Repocket aus. Da habe ich nämlich knapp 60 Cent verdient, somit auch 1 Cent pro Tag und etwa 30 Cent pro Monat. Bisher also nicht gerade lohnenswert. Wenigstens haben wir aber noch ein letztes Programm namens ProxyRack. Und mit ProxyRack konnte ich dann immerhin nochmal mehr verdienen als mit allen anderen dreien zusammen, nämlich 1,48 €. Leider Gottes ist aber auch das gar nicht mal so viel. Die gute Nachricht ist aber, wir zahlen hier zumindest keine Stromkosten, da der Server ja bei Amazon ist und dementsprechend kommen wir hier insgesamt auf 5 Cent pro Tag, 1,43 € pro Monat und für den gesamten Einjahres-Gratis-Testzeitraum würden wir also auf 17,17 € kommen. Und da muss ich ganz eindeutig sagen, hatte ich wirklich mehr erwartet. Denn klar, 17,17 € sind natürlich nicht nichts und in Anbetracht dessen, dass ich nur ungefähr eine halbe Stunde gebraucht habe, um das Ganze einzurichten, wäre das auch durchaus ein netter Stundenlohn. Aber sollte man jetzt wirklich nur diesen gratis Amazon-Server nutzen, um damit passiv Geld zu verdienen, dann würde das ebenfalls bedeuten, dass man bei keinem der Programme außer bei ProxyRack innerhalb eines Jahres überhaupt auf eine Auszahlung kommen würde. Mit anderen Worten, man müsste noch irgendetwas anderes machen, um an dieses Geld jemals ranzukommen, denn gerade mal bei ProxyRack übersteigt es die 5 $ Mindestgrenze. Dementsprechend sieht mein Fazit hier jetzt auch folgendermaßen aus. Solltest du dich über jeden einzelnen zusätzlichen Euro freuen, weil du vielleicht Schüler, Student oder Azubi bist und du hast auch bereits Erfahrungen mit diesem Programm, also könntest den Mindestbetrag auch noch irgendwie anders erreichen, dann kann man das Ganze durchaus mal ausprobieren, aber für alle anderen ist das meiner Meinung nach absolut nicht lohnenswert. Trotz alledem natürlich vielen Dank an denjenigen, der mir diese Idee überhaupt erst zugeschickt hat, denn auch wenn es jetzt eher weniger erfolgreich war, war das auf jeden Fall einen Test wert. Und falls du das genauso sehen solltest und dir dieses Video hier gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch sehr über ein Like und ein Abo freuen. Damit verpasst du nämlich in Zukunft auch keine neuen Videos mehr. An der Stelle soll es das dann aber auch mit dem heutigen Video gewesen sein und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video.